In der letzten Episode. Следите за флангами! Ja, ja, wir wissen das. Okay. 46, 66, alles klar, tschüss. Hoffentlich. Alter Schwede. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei XCOM Enemy Within. Wir sind in der Folge Nummer 21. Ja, und uns erwarten hier ein paar interessante Dinge aus der Gießerei, ja. Das sind vor allem das Scope-Upgrade ist sehr interessant und ich bin mal auf die taktische Halterung gespannt. Ich gucke gerade nochmal, was das eigentlich für eine Anfrage war aus... ach, die wollen die Exalt-Sturmgewehre. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, ja. Genau, wir warten jetzt einfach mal auf die Gießerei-Sachen. Da kommt dann Munitionssparen, dauert leider noch ewig. Das ist eigentlich da, wo ich am meisten scharf drauf bin. Naja, machst du nix. Was? Nee, für 80. Für 80 wollen die 8 Chrysalid-Leichen. Hallo? Auf gar keinen Fall. Die brauche ich selber, ihr Hackels. Ja, weiter geht's. Sehr schön, 15 Credits zurück. 2 Legierung, 2 Illyrium. Tarnsatelliten ist abgeschlossen. Also Scope-Upgrade ist jetzt dahinter. Ist ja schön. Brauchen die ein bisschen länger dafür jetzt. 20 Credits für die taktische Halterung. Das schauen wir uns gleich mal an einem Soldaten an. Nehmen wir einfach unseren Major hier. Unsere Majorin oder wie auch immer. Kann man das irgendwie ausrüsten? Nö. Dann gehen wir mal kurz in die Gießerei. Taktische Halterung, das haben wir ja schon. Dadurch können sie einen zweiten Ausrüstungsgegenstand. Ja, das sah auch gerade so aus. Ich will mal gerade gucken, haben wir irgendwie eine Unterstützung, die Major ist? Er kann trotzdem nur 2, okay. Oder ist das mit den tiefen Taschen? Doch, er hat tiefe Taschen, genau. Ja, dann... Huch, was er... sein unsichtbar... Ach, was hat er denn für ein interessantes Gewehr? Na, das ist natürlich faszinierend. Was? Geil. Das gehört doch eigentlich an ein UFO. Na, was macht dann da? Ja, das ist Luftgitarre. Ja, tiefe Taschen, das heißt, für ihn bringt das nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass er 3 hat, aber er hat dann auch nur 2. Also das heißt aber, jeder hat jetzt 2... ne, nicht wieder eine Unterstützung, ist natürlich Quatsch. Nehmen wir mal hier einen Scharfschützen. Ah, Tatsache, saugeil. Das heißt, man kann dem Scharfschützen dann das Scope mitgeben und zum Beispiel noch so eine Nanofaserweste. Ein bisschen Verteidigung. Na, das war Gold wert, das Ding. So, dann gucken wir weiter, dann haben wir gleich das Scope-Upgrade. Sehr schön. So, das lassen wir gerade so. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 42 Credits. Toll. Da können wir uns exakt nichts kaufen. Das ist ja sehr hervorragend. Gut, nicht, dass wir jetzt was Dringendes brauchen, aber für so die Pistolensache für die Spione bei der Exalt wäre halt schon nicht schlecht. Naja. Ah, der Skelettanzug ist abgeschlossen. So. Skelettanzug. Der Einbau eines pneumatischen Kletterhakens. Ach so, das ist das für den mit dem Kletterhaken. Ja gut, das bringt ja nicht so wirklich viel. Ja, wir haben tatsächlich noch wahnsinnige 2 Dinge, die wir erforschen können. Ach, ja, wir machen mal die Energiequelle. So wirklich vorankommen wir da noch nicht. Naja. Was ist eigentlich im Untergrund? Was geht denn eigentlich? Satellit-Nexus wird gebaut. Sonst nichts. Achso, wir haben ja auch kein Geld. Ja, das wundert einen dann nicht. Natürlich nicht. Ja, dann heißt es einfach weiter Däumchen drehen. Bisher passiert ja nicht wirklich viel. Ob wir es noch bis zum Munitionssparen schaffen? Wahrscheinlich nicht. Ah, sind alle gesund. Ja, da ist die UFO-Energiequelle schon fertig. Das heißt, wir können ein Illyrium-Kraftwerk bauen. Und ein Mech 2 Hüterwatt. Genau, das Kraftwerk bringt 30 Strom, wenn es im Verbund ist, noch 2 Energie pro direkt angrenzendem Kraftwerk. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Ein neuer Mech verfügbar. Mech 2 Hüter. Granatwerfer, heilender Nebel. Ach, das ist dann sozusagen ein, eine Unterstützung. Roboter. Naja, also wirklich Roboter ist es ja nicht. Aha, da kommen jetzt schon ein paar interessante Sachen. Illyrium. Oder das neue Jagdflugzeug. Oder die Fusionslanze. Na, die beiden gehören wahrscheinlich zusammen. Wir machen mal Illyrium erstmal. Das geht ein bisschen schneller. Und ich hoffe ja, dass... vielleicht schaffen wir noch vor, was auch immer passiert, Munitionssparen. Wäre ja nicht so schlecht. Hervorragend. Sehr schön. Sogar nochmal 15 Credits und 9 Legierungen zurückbekommen. Können wir jetzt was machen.
Wir können genauso viel wie vorher machen. Das ist ja wunderschön. Immerhin. Wissen wir das auch. Ja, wenn das so weitergeht, schaffen wir den Ratsbericht in dieser Folge auch noch. Na, ich glaube nicht. Was? Verlorene Forschungszeit 3 Tage, Datenbackup 0%. Das ist ja nicht viel. Verlorene Zeit insgesamt 3 Tage. Wertvolle Forschungsdaten sind der digitalen Kriegsführung von Exile zum Opfer gefallen. Na, hervorragend. Was machen wir da jetzt? Angriff auf Exalt Hauptquartier. Was, wir kennen das? Ernsthaft, wir kennen das schon? Das ist in Brasilien, oder was? Echt, das ist das Hauptquartier. Was heißt das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Machen wir erstmal eine verdeckte Operation. Soll das das Haupt... Ich bin jetzt echt überfragt. Die Exaltzellen werden in den Untergrund abtauchen, wenn wir eine erfolgreiche verdeckte Operation durchführen. Punkt. Hoffentlich können wir die Menschen in diesen Städten ruhig halten. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist Chaos. Führe Aufklärungsscans durch, um versteckte Exaltzellen zu enttarnen. Ja, das kostet halt immer 50. Das ist ja schon viel. Du kannst nur eine verdeckte Operation auf einmal durchführen. Achso. Okay. Spezialisten für schwere Waffen und Mech-Kämpfer eignen sich nicht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das haben wir ja schon festgestellt. Vor allem die Mech-Kämpfer, ja. Wir haben jetzt genug Geheimdienstinformationen. Alle sollen sich für den Moment von der Technikabteilung fernhalten. Sie testen dort unten potenziell gefährliche Ausrüstung. Um ein Land zu beschuldigen, dem Exile-Stützpunkt Zuflucht zu gewähren. Ja, aber was passiert dann? Verlieren wir das dann, wenn es falsch ist? Wir machen eine verdeckte Operation, ganz ehrlich. Ich mach da gar nicht lang rum. Ja, das ist natürlich schon... Ich kann ja nur nicht... Haben wir keinen... Moment mal. Haben wir, ja, dann kaufen wir halt noch eine Rüstung. Also eine... Wie heißt das? Nadelgranate. Diese feiern der Splittergranate richtigen gleichen Schaden, aber in einem viel größeren Bereich. Dadurch können die Splittergeschosse keine Deckung durchschlagen. Daher leiden Einheiten hinter Deckung kein... Okay. Blendgranate. Diese wie eine Granate einsetzen, wird einmal diesmal in den Lichtblitz. Mit einem betäubenden Knallgeräusch von sich. Jeder Gegner, der in den Blitz schaut, wird desorientiert. Leider robotische Einheiten, Gegner mit fortgeschrittenem Psi sind immun. Schnitter? Das ist was anderes. Okay, was haben wir noch? Chitinpanzer. Oh, der kostet 56. Boah, Alter. Ja, haben wir noch einen Credit. nein. Moment, das ist mal hier. Verdeckte. Operation. Ja. So. Das heißt, er bekommt jetzt einen Chitinpanzer mit. Der müsste eigentlich vier Zusatzgesundheit. Das heißt, er hat dann 11 auf dem Feld. Das ist gut. Das heißt, er hat eine Laserpistole und 3 Medikits und einen Chitinpanzer. Das klingt doch nicht schlecht. Tschüss. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exorzelle zu sprengen in Brasilien. Ja, sehr schön. Dann sind die Satelliten kommen als nächstes. Verbessertes Medikit. Das bringt dann, glaube ich, nochmal 2 Punkte Heilung extra pro Medikit. Ja, aber in 5 Tagen sind wir sowieso da, aber das verbesserte Medikit kriegt man dann. Also, in 6 Tagen ist die verdeckte Operation. Genau. Gut, alles weiter. Sorry, aber es ist ein bisschen, ja, Management gerade her. 2 Sucher-Rucks, 20 und 3 Ingenieure. Nicht jetzt. Wie viele Ingenieure haben wir denn? 46, ja klar, mache ich auf gar keinen Fall. Das sind ja lächerliche Anfragen. Alle beide aus Südamerika, krass. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Ja, aber wir brauchen auch noch einen Nexus dazu, du Hacke. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. China, Südafrika oder Australien? Naja, Unterstützung brauchen wir nicht, wir nehmen das. Wir gehen nach Südafrika. Weil sonst sind die auf 5, das ist keine gute Idee. Die haben aber, sie haben zwar noch keinen Satelliten. Die haben ja alle keinen Satelliten, die haben es tatsächlich. Genau. Dann ist China auf 4, Australien auf 4, da kann man Satelliten drauf kloppen, das passt dann. Gut, alles klar. So, alle weg. Gegenstände her. Ja, und ich statte die Jungs und Mädels mal aus. Wir sehen uns gleich. No.
So, da sind wir. Ja, wir rennen mit zwei Medizinerinnen auf dem Platz. Zwei Schwere, ein Stürmer und eine Scharfschütze. Ja, drei Soldaten, zwei Lieutenants und ja, PewDiePie ist Captain. Das ist so. Ich hätte natürlich drei Unterstützer mitnehmen können von der Rangfolge, aber das wäre dann ein bisschen zu krass gewesen. Sie hat jetzt einfach mal nur eine Granate mit. Kann ja nicht schaden, wenn zumindest einer eine Granate dabei hat. Ich meine, die Schweren können eh so reinhauen. Und ja, ihr seht ja jede Menge Scopes. Ich musste natürlich noch ein paar Leichen verkaufen, um das entsprechend einzukaufen. Deswegen hat das natürlich ein bisschen länger gedauert. Ich wollte jetzt aber gar nicht lang rumlabern. Auf geht's. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Gut, Meld-Container sehe ich jetzt hier noch keine. I'm on the move. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas sehen. Ist halt hier ein bisschen schlecht mit der Deckung, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht jetzt irgendwas triggert. Dann bleiben halt zur Not ein paar Leute erstmal ohne Deckung für den ersten Zug. Ja, sie zum Beispiel. Bin unterwegs. Und er. Was mache ich denn hier? Na komm, geh dahin. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Das hört sich noch was ganz Schwerem an. Ach, das ist... Ja, okay. Feldposten. Ja, sieht den doch eh nicht. Also komm. Ach, nö. Okay, da rennen sie gleich. Schöner Mist. Ach, 2x44% ist natürlich nicht so günstig. Ob das was wird? Naja, wir probieren es zumindest mal. Mist. Nein, hat nicht funktioniert. Feldposten. Kannst du... Ja, sie sieht ja nicht. Sie sieht ja... 24%. Gut, wir haben ja Munitionssparen. Ach du Schande. In Bewegung. Und Feldposten. So. Ausräuchern. Und zwar... Genau, ihn da. Da haut er ab. So. Ja, das sieht nicht gut aus. Er steht halt voll ohne Deckung da, weil die alles weggeschossen haben hier. Mist. Sehr gut. Hä? Na ja, gut, können sie ja machen, ist ja kein Problem. Ja, war so klar. Verdammt. Okay, okay. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. We lost one. Evac! We need emergency evac! Now, damn it! Now! What? Ja, ihr seid super. Verdammt. Okay, 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 okay. Warte mal, wo steht er eigentlich? Der steht doch... Hä? Der hat doch gar keine Deckung. Warum steht denn der da? Okay. 64%, bitte. Willst du mich verarschen? Du hast das Auto angeschossen, du Penner. Ach du Schande. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was ist denn da hier los? Bin unterwegs. Komm zurück, 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 zurück. Wen siehst du noch?
ihn. Okay. Toll. Du erreichst richtig viel da. Muss man wirklich sagen. Schöner Mist. Ausräuchern. Komm. Tschüss. Hau ab. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das läuft richtig, richtig beschissen. Du musst treffen, Mädel. Du musst einfach. Oh, toll. Sieh. Следите за флангами. Okay. Okay. Ja, das explodiert jetzt. Warte mal. Position confirmata. Ah ja. Sono sotto tiro. Okay. So, dann einmal bitte Sturm und Schuss. Ja, komm, dreh mal ein bisschen. Genau, geh mal dahin. Und bitte triff. Danke. Okay, so, dann ist er nämlich hier frei und jagt da erstmal eine Rakete drauf. Rakete пошла. Gut. Jetzt musst du aber treffen, Mädel. Du musst treffen. Gut. Komm, 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 komm. Noch einmal bitte. Gut. Weil dann kann sie nämlich hier hingehen. Und sie hat kein Medikit. Ja, das ist super. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, weißt du was? Ich komme da nicht hin. Das ist gut. Mist. Si stanno ritirando. Da hinten hin. Okay. Och nö, jetzt kommt die auch. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, das ist aber echt heftig gerade. Das kann nicht wahr sein. Okay, 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 okay. Das ist unsere Chance. Das ist... Nein, 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 das war falsch. Entschuldigung, ich habe die falsche Taste getroffen. Einmal die falsche Variante. So, jetzt... hier hin. Ja, ja. Mach du mal. Okay. Geil. Munition ist scarseggia. Ciao, ciao. Geil. Okay, der steht da. Alles klar. Was sieht er? Er sieht nichts. Yes, sieht er jetzt was? Jetzt sieht er was. Sehr gut. Okay, bitte treffen. До встречи. У меня последняя обойма. Okay. In Bewegung. So, sie sportet halt. Das ist jetzt wichtig, weil sie muss ja geheilt werden. Ja, das einzige Medikit. Hey, quiet, you big baby. You're fine. Ja, die Position ist super, da kannst du bleiben. Sono sotto fuoco pesante.
Ah, darf ich? Das ist ja Träumchen. So, ich hätte ihn gern erstmal. Was? Ja, geh mal dahin. Ach, du hast ja gar keinen Schuss mehr, du bist ja blank. Ach, das ist ja natürlich nicht gut. Dann geh mal zurück. Du musst mal nachladen, Junge. Ach, sie sieht ihn nicht. Verdammt. Okay, dann mach du mal Feldposten. Noch einmal. Okay. Wie sieht er ihn von hier? Tatsache. Na dann mach mal. Ja, da hast du allerdings recht. Das kann ich nicht anders sagen. Mann, 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 was ein Gefecht. Verdammt. Okay. Ja, du bist super. Nein, ist er nicht. Der ist schon längst tot. Ja. Okay. Feldposten. Weiter Feldposten. Nachladen. Feldposten. Und nachladen. Eklikeklakebänge. Okay, dann mach du mal einen Nachlader. Die anderen machen jetzt Feldposten. Nee, Feldposten. Und, ich glaube sowieso, das scheint jetzt sehr ruhig zu sein. Wenn, dann ist es nur noch der eine Tarner. Dann ist ja Deckung eh egal. Das heißt, wir machen jetzt hier nach. Nachladen. Den Feldposten und nachladen. Und Feldposten. Okay. Das war aber tatsächlich noch nicht alles. Krass. Ja, wir haben dafür trotzdem beide Meld-Container verloren. Naja. Ja. Alter, ich habe jetzt keine Ahnung, wo jetzt noch was hinfleucht. Man hört ja auch gar nichts mehr. Was kann denn das da noch sein? Verstanden, Commander. Ja, dann, keine Ahnung. Dann gehen wir einfach mal vorwärts. Meld haben wir eh verloren. Das ist mir aber auch gerade egal. Dass die aber auch dem Soldat Thomas da die Deckung weggeschossen haben, die Idioten. Das war natürlich super intelligent. Mist. Das hat natürlich dann wieder mal einen Soldaten gekostet. Das war so unnötig. Ich muss noch mal gucken, wer eigentlich aufsteigt. Ja, der Captain auf jeden Fall schon mal nicht. Ah. Zwei Dicke. Gut. Oder auch drei, keine Ahnung. Auf jeden Fall noch ein paar. Bisher steigt, glaube ich, keiner auf. Wenn ich das. Also zumindest hier nicht jetzt innerhalb des Spiels quasi. Drei! Ah, da hüpfen sie gleich auf die Seite. Sehr, 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 sehr. Ja. Da hast du vollkommen recht. Wie sieht's denn aus? 60%. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Okay. Wer ist jetzt dran? Sie ist dran, alles klar. Ich gebe mich auf Position. 48%, okay. War ja ein schöner 48%. Verdammt. Verflucht. Alles dasselbe, okay. Dann nimm den vorderen bitte. Gut, einer weniger. Zuppeltizupp.
toll. Dafür gehst du nach vorne, du bist ja echt ein Held. Was jetzt? Was? Ein schöner Schuss. Na Mensch, Kunstfreund, das kannst du doch besser. Wieso sieht sie jemanden? Echt? Sie sieht ihn? Sie kann sie doch gar nicht sehen. Wenn ich das schon wieder sehe, da weiß ich doch ganz genau, was sie macht. Sie schießt wieder die Deckung weg. Ja, das ist jetzt schon zu sehen. Kann sie besser schießen jetzt mal? Danke. Kann nicht sein, dass er immer... Okay, wenn er näher geht... Das Problem ist, hier kann er dann halt von... Wie ist denn das? Wenn er hier ist... Nö, das müsste eigentlich gehen. Wie sieht's aus? 62%. Das ist ein bisschen mehr als 50%. Gut. Okay, gut. Dann mach du mal hier Feldposten. Und du, meine Gute. Wirst viel. Ich guck mal hier raus. Da sieht gut aus. Der steht ja hier drüben. Dann. Genau, dann werden wir ihn nachher mal im nächsten Zug überraschen von hinten. Falls er nicht sich eben. Hä? Ein Punkt nur noch. Hilfe! Nein, Kunstfreund, nein! Hau ab, du! Schön zu sehen, dass er den überhaupt zieht dadurch. Das ist ja wieder ein typischer Bug wahrscheinlich hier. Na ja, gut. Okay. Genau. Einmal. Kuckuck. Du bist echt ein Blödmann. Eine Blödfrau in dem Fall. Ja, da kannst du lange adjusten, du Idiot. Mann, Mann, Mann. 26% du. Dann mal ausräuchern. Das hat er super. Das hast du ja super gemacht. Komm, wir geben alles. Das war jetzt wahrscheinlich null Treffer. Geil. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Ja, das wird auch wieder nach unten schlechter. Hervorragend. Ach, so ein Mist. Das kann nicht wahr. Jede Mission fast. Ach, toll. 9 und 12 Tage. Und keiner aufgestiegen. Keiner. Kann ich mir nur an den Kopf greifen. So. Verdammt. Panik macht sie in Asien breit. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ich weiß auch schon, was ich mit den Credits mache. Truppführer, Soldaten erholen sich. Ja, gut. Ja, wir müssen Soldaten anwerben. 3 Stück. Machen wir gleich mal 30 Credits. Weniger wieder. So. Was können wir in der Gießerei machen? Wächterdrohne. Eine Drohne, das zu einem Reparaturmodul für Schiffs. Naja, gut. Das Problem ist, die Dinger brauchen halt auch Zeit. Das heißt, das wird natürlich nicht reichen für die, wo ist es? Verdeckte Operation in 4 Tagen. Auf gar keinen Fall. Also deswegen, das sparen wir uns das Geld. Das werden wir wahrscheinlich später noch gut einsetzen in dieser Mission. In dieser Episode haben wir leider wieder einen Soldaten verloren. Verdammt. Was sagt eigentlich jetzt, mal nur mal so zu gucken, wie viel schwerer haben wir denn überhaupt noch? Der 3, schön. Der Kunstfreund liegt mit der Willowest da auf der Krankenstation, das ist ja hervorragend. Die 4 Unterstützung ist ja auch ein ganz Träumchen, das sind unsere in Anführungsstrichen schlechtesten Soldaten. Und Jim fucking Sterling ist ja unterwegs, das heißt, wahrscheinlich kommt, warte mal, wir haben hier, PewDiePie ist ja Captain. Der müsste eigentlich meine Medaille bekommen. Ja, so sieht's aus. Und bei seinem Willen, ja, das ist klar. Was haben wir überhaupt für? Nein, nicht Ehrenmann. Sorry. Ich wollte... Wo sind denn die Orden hier? Ja. 5 Verteidigung und Deckung. Verfällt nie in Panik. Ich glaube, das ist der richtige Kandidat hier. Wunderschön. Wir kriegen übrigens keine Orden mehr. Wahrscheinlich sind wir inzwischen so schlecht, dass das nicht mehr für Orden reicht. Naja. Ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen coolen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.